Hi. Heute zeige ich euch, wie man ein Hummelnest wieder erfolgreich aussiedeln tut. Ich habe hier gerade bei einem Kunde die Hummeln eingesammelt. Also der Kunde hat Efeu abgerissen und unten drunter war halt leider das arme Hummelnest und halb zerfetzt. Und ich habe jede einzelne Hummel aufgesammelt, das Nest sozusagen hier reingepackt, die Hummeln noch dazu gepackt, wo sozusagen noch frei rumgeflogen sind. Und da ich ja die Aktion doch schon relativ oft machen muss mit den Hummeln, habe ich hier jetzt vom letzten Jahr ein Hummelnest, wo dieses Jahr keine von alleine reingegangen sind. Oh, da sind ja doch Hummeln drin. Da sind Hummeln drin. Ich glaube, ich bin. Hier leben bereits Hummeln. Habe ich jetzt nicht gedacht. Aber komm mal her und dann können wir hier mal reinschauen. Also ich wollte eigentlich gerade die Hummeln aussiedeln. Jetzt guckt euch das mal an. Da sind tatsächlich wieder Hummeln drin. Ja, und die sind da ganz alleine reingekommen, nur deswegen, weil ich hier im letzten Jahr schon mal ein Hummelnest hatte und dementsprechend Moos und ein bisschen Erde denen gegeben habe und kleine Ästchen. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da immer noch welche drin sind, beziehungsweise schon wieder welche drin. Dann müssen wir uns jetzt was Neues aufbauen, damit die Tiere hier wieder eine neue Heimat bekommen. Also eins der wichtigsten Punkte bei Hummeln ist natürlich immer, dass die im Trockenen sind. Die dürfen da nicht nass werden. So, vorbereitet ist alles. Die Hummeln dürfen genau hier einziehen. Erstmal ausprobieren, ob das auch nachher stabil ist alles, weil das ist ja ganz wichtig, dass nachher nicht der Stein auf das Hummelnest drauf fliegt. Ich weiß, es sieht natürlich ein bisschen hingebastelt aus. Ist aber tatsächlich in vielen Bereichen einfach nur ein reiner Freestyle. Man muss ja gucken, was man aus der Situation macht. Natürlich kann man es jetzt auch in ein Hummelhaus packen. Habe ich jetzt gerade nicht da. Deswegen bauen wir das ganze Ding so auf. Und ich bin da schon ganz gespannt, ob da nicht von ganz alleine wieder einziehen. So wie bei dem Volk. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da wieder Bienen Hummeln drunter sind. Natur ist ja windig, wie man sagt. So, lassen wir mit der Kamera ein bisschen näher. Dann können wir hier mal reinschauen. Ganz vorsichtig agieren. Kann natürlich auch sein, dass jetzt ein paar hochfliegen. Die waren ja schon sehr aufgebracht, wo ich sie vorhin beim Kunden abgeholt habe. So. Da drin brummt schon ganz gewaltig. Eingestochen. Oh, der Stich saß aber voll in die Fingerkuppe, haben sie mich gerade erwischt. Au, 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 das tut aber mal richtig weh. Eieiei. So. Ich sehe gerade, wir sind sogar eigentlich fast einen Ticken zu hoch. Müsste ich da noch mal eine Steinplatte drauflegen, dass wir noch ein bisschen höher kommen. Wir wollen denen ja wie gesagt auch nicht wehtun, den Tierchen. Die Hummeln, die sollten eigentlich ihr Nest wieder... noch ein Stich. Die Hummeln sollten ihr Nest hier wieder von ganz alleine richten. Im Regelfall funktioniert das ganz gut. Was bei Hummeln ganz, ganz wichtig ist, dass die kein Wasser abbekommen. Das wäre hochgradig tödlich für die Hummeln. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal eine Platte drauflegen, dass die hier nicht, dass es reinregnet, hier durch die Spalte runterrollt und dann sozusagen immer wieder hier Spritzwasser reingeht. Das wäre nicht so toll.
ich würde sagen, Problem gelöst. Haben wir hier eine kleine Schräge drin, dass das Wasser nicht reingeht? Ja, eine kleine Schräge haben wir.